Willkommen bei den ultimativen Verführern. Wir sind dein Flirt-Kanal, wo wir dir zeigen, wie du ganz entspannt, ganz einfach Frauen im Alltag ansprechen, daten und verführen kannst. Im Folgenden siehst du ein Video, wie ich eine hübsche Dame in Augsburg, die sehr schnell gelaufen ist, anhalte und wie der Flirt weitergeht und wie das Video ist, siehst du jetzt im Folgenden. Entschuldigung, das ist eine falsche Entschuldigung. Sprichst du Deutsch? Ja, ja. Ich wollte dir nur ein Kompliment geben, du hast einen sehr schönen Mantel, siehst gut aus. Danke. Hast du wie Forrest Gump voller Energie gelernt? Ich dachte, den muss man kurz anhalten. Okay, eine Sekunde warten. Hi. Hi. Russisch oder? Nee, Deutsch. Beginn des Videos siehst du, wie die Dame ganz schnell voller Energie quasi rennt und ich sie auch energetisch anhalte. Wichtig ist, wenn du merkst, die Dame hat es wirklich eilig und sie gefällt dir, dann musst du laut reden, deutlich reden, sie auch mit einer Bleib-Stehen-Bewegung einfach anhalten. Und da kannst du noch einen Clou verwenden. Ich sag, bist an mir wie Forrest Gump vorbeigerascht. Warum? Weil Forrest Gump kennt fast jeder. Es ist lustig, es beschreibt die Situation. Und damit hast du über Empathie die Dame auch nochmal an dich gebunden mit dem ersten guten Eindruck. Seit wann sind Deutsche so schön gestylt? Dankeschön. Nee, siehst du echt mal los. Du bist schon über 18. Nee, ich bin 19. Da können wir flirten. Hast dich gut gehalten. Ja. Ich will dir auch wirklich nichts verkaufen. Ich war doch ein paar Freunde. Wir gehen später ins Enchilada. Und da, wo ich herkomme, ist mal, wenn eine Frau gefällt, spricht man sie an. Ja, und es ist das nicht. Schöne Aussage. Diese echte Männer noch. Ja, eigentlich schon. Kannst du dir vorstellen, wo ich herkomme? Die gut aussehen und charmant Männer? Also ich kann mir vorstellen, vielleicht Italiener. Ja, ist dabei? Ja, okay. Mit italienischen Touch. Boah, krass, okay. Also vom Schwarz, deswegen sehe ich so hell aus. Ja. Ist was anderes. Ja. Und ich kann mir bei dir vorstellen, schöne Nägel, bisschen Kosmetiker oder verkauftätig? Nee, ich mache gerade arbeite beim Deswegen habe ich eine kurze Pause. Ich muss auch gleich weiter. Ich will auch deine Zeit gar nicht länger. Aber du gefällst mir einfach sehr gut. Dankeschön. Was denkst du, was ich mache, aus dich anzuflirten? Wie meinst du? Was ich so beruflich mache? Außer mit dir hobbymäßig zu flirten, weil du schön bist? Keine Ahnung. Dann mein Hintern noch. Ich weiß nicht. Jetzt fliegst du runter vor dir. Du siehst sehr elegant auch aus. Ja, du aber auch. Dankeschön. Weil zu einer schönen Frau sollte ein schöner Mann passen, finde ich. Oder? Wenn ich jetzt wie so ein Penner rumlaufe. Ich studiere Luft- und Raumfahrttechnik. Also ich bin erst 23, ich bin jetzt auch nicht so alt, auch wenn der Bart mich älter macht. Nee, Bart ist eigentlich immer gut. Ja. Hier siehst du wieder in bekannter Manier von mir. Ich baue Vertrauen auf. Ich führe ein kleines bisschen Smalltalk mit der Frau, treffe Annahmen, wo sie herkommt, was sie beruflich macht, nutze dazu die Mittel, ihre Nägel zum Beispiel oder ihre blauen Augen, die sehr osteuropäisch oder balkanmäßig aussehen. Und wie du aber auch merkst, in diesem Fall, die Frau ist ein bisschen skeptischer, ein bisschen, sagt man, überrascht. Hatte ich den Eindruck und hat es auch wirklich eilig, weil sie da tatsächlich um die Ecke arbeiten musste. Und sie ist auch generell etwas jünger, sie ist, glaube ich, 19 Jahre alt gewesen. Dementsprechend ist sie ein bisschen auch schüchterner. Wenn du das merkst, dann erzähl von dir aus mehr. Du hast ja gesehen oder wirst jetzt gleich sehen, ich frage, was sie denkt, was ich mache. Und da kommt erstmal keine Antwort, dann übernehme ich das Ruder und erzähle einfach, was ich mache. Um einfach ein bisschen weiter das Eis zu schmelzen, das Gespräch nicht zu beenden und einfach ein bisschen mehr Vertrauen aufzubauen. Wie gesagt, wenn du merkst, die Frau ist ein bisschen überfordert, ein bisschen schüchterner, kann dir nicht sagen, wo du herkommst oder zögert zu lange, warte nicht, baue keine langen Sprechpausen ein, rede weiter, erzähl dann von dir aus etwas mehr von dir, um das Eis etwas zu schmelzen. Gefällt dir grundsätzlich auch mal direkt gefragt? Siehst eigentlich ganz gut aus. Du ja. Auch? Ja. Bist du noch Single? Ja, also ich habe mich getrennt eigentlich. Die beste Zeit jetzt, ich bringe dich auf andere Gedanken. Dann mach's doch so, wenn du wirklich jetzt arbeiten musst, sprich was dagegen, dass wir uns mal die Tage auf dem Tee treffen. Ich könnte gerne mal Instagram geben. Muss ich auch leider gar nicht. Gar nicht. Mir geht's auch nicht um deine Nummer oder so. Mhm. Du gefällst mir wirklich. Wir müssen auch nicht heiraten, also ein bisschen unverbindlich. Ja, hast du WhatsApp? Ja. Ich könnte meine Nummer geben, ja. Und dann schreibe ich dir einfach in aller Ruhe, wenn du... Im Laufe des Flirts merke ich, dass die Frau zum einen Interesse hat, sie reagiert gut auf meine sexuellen Abcheck-Elemente, gleichzeitig ist sie auch offen für Körperkontakt, was schon immer ein gutes Interesse oder Signal ist, wenn die Frau das schnell zulässt. Und ich merke aber auch, dass sie angespannt ist. Ich merke sie jetzt eilig, das seht ihr jetzt im Video nicht, aber ich sehe es an ihrem Gesichtsausdruck. Deshalb gehe ich schnell zum Close. Das heißt, ob ich ihr grundsätzlich gefalle, sie sagt, ja, du siehst auch nicht schlecht aus, dann frage ich, ob was dagegen spricht, dass wir uns mal die Tage treffen. Nee, dann gehe ich auf WhatsApp. Erstmal wollte sie mir Instagram geben. Wichtig an dieser Stelle, wir nehmen kein Instagram. Wir sind nicht tausende von Typen, die ihr followen, die sie anschreiben. Wir gehören zu den wenigen Premium-Typen, die ihre Nummer haben, um sie direkt persönlich kennenzulernen. Und das ist auch ein Invest der Frau, dir deine Nummer zu geben. Wichtig ist, wenn du merkst, die zögert rum, kannst du immer sagen,
Mir geht es nicht um deine Nummer. Ich will dich kennenlernen. Ich will einfach nur schreiben, wann ich Zeit habe. Und so kannst du auf Smart, auf WhatsApp, auf die Nummer gehen. Und das siehst du, wie ich es jetzt mache. Sag, du rufst gleich zurück. Ja, mach mich. Also, ihr habt dich jetzt gerade. Ich ruf gleich zurück, Mama. Ich bin gleich da. Ich bin gleich im Pausenraum. Ich ruf gleich zurück. Ja, toll. An dieser Stelle siehst du, dass ihre Mutter gerade anruft. Ich bleib ganz gelassen und sag, hey, sag ihr, du rufst sie gleich zurück in einer Minute. Und so sagt sie es auch ihrer Mutter und ist wieder im Flirt drin bei mir. Grundsätzlich merke dir, wenn der Flirt mit einer Frau gut läuft, sie gefällt dir, du gefällst ihr, du merkst ja, ob sie Interesse hat. Wenn nicht, das lernst du bei uns im Coaching, wie du Signale deuten kannst. Dann bleibe gelassen, wenn sie jemand anruft, sei es die Mutter, sei es die Freundin. Sag, hey, schau mal, sag, du rufst sie gleich wieder zurück in einer Minute. Ich muss ja auch gleich weiter, meine Freunde warten auf mich. Und so kannst du es ganz smart und elegant einfach lösen. Also sagen, ich habe schon einen zukünftigen Schwiegersohn dabei. Also ich gebe dir so. Also ich glaube, meiner Mutter würde es mir gerne gefallen. Oh. Wirklich? Ja. Soll ich dir was abnehmen noch? Nee, das passt so. Echt, wirklich? Und wirst du oft so angeflirtet, schöne Frau? Eigentlich nicht, nee. Also kommt irgendwann mal vor, so aber kennen. Öfters würde ich kenne dich kurz an, hast du mich auch? Ja. Ja, das bin ich. Okay. Echt krass, ja. Also sehr, weißt du, was mir gefällt? Nimm kurz die Hand. Die sind nicht frisch gemacht. Ist mir egal. Ich finde, dass du dir Mühe gibst, so gepflegt zu sein und mir zu gefallen, finde ich schön. Ja, also ich achte gerne sein, auf mein Äußeres. Das finde ich sehr weiblich. Und deswegen dachte ich, Deutsch kannst du nicht sein, weil ich studiere in München. Da sind viele eleganter, aber es sind mehr so Balkan. Ja. Ich dachte auch vielleicht Albanisch. Ja, oder Osteuropäerin. Ja, oft werde ich als Albanerin geschätzt. Ich werde die auch nicht gesehen. Immer so Deutscher, Pole. Mhm. Ich habe ob ich grüne Augen habe, aber ich dachte keine blauen. Ne? Ja. Aria bin ich nicht. Den Bart habe ich auch nicht. Okay, dann melde ich mich bei dir. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Dankeschön, wünsche ich dir auch. Danke, ciao. Du siehst nochmal meinen frechen Humor. Kannst ja gleich deiner Mutter sagen, dass ich dein zukünftiger Schwiegersohn bin. Und dann einfach ein bisschen Smalltalk weiterführen, während wir Nummern tauschen. Das ist wirklich wichtig, damit das Vertrauen gestärkt wird, damit es nicht zu einer stillen, peinlichen Leere führt. Und was ich da noch mache am Ende ist, ich bitte sie um ihre Hand, um ihre Nägel nochmal anzuschauen mit dem Vorwand, um einfach nochmal Körperkontakt aufzubauen, um nochmal die sexuelle Energie zwischen uns zu steigern, die Spannung aufrechtzuerhalten, weil wichtig ist, wir haben gerade nur 3 Minuten geflirtet. Deshalb wichtig, bei den ersten 3-4 Minuten, wenn die Gespräche so kurz sind, wirklich eine gute Impression hinterlassen. Auch Körperkontakt, auch sexualisieren. Du musst in der Frau Gefühle, Emotionen erzeugen, einen Wow-Effekt erzeugen. Nur so wird sie dich auch irgendwann wieder treffen wollen. An dieser Stelle hoffe ich wieder, dass das Video dir gefallen hat, dass du einiges lernen konntest. Vor allem, wie du Frauen in hektischen Situationen, wenn sie wenig Zeit hat, wenn sie zur Arbeit muss, vor allem in der Innenstadt, ganz entspannt ansprechen kannst, wie du dann mit ihr den Flirt aufbauen kannst. Und auch wenn Hindernisse, wie dass die Mutter anruft, wie du es ganz geschmeidig und locker lösen kannst. Und wenn du dabei auch Unterstützung brauchst, Frauen im Alltag anzusprechen, zu daten und zu verführen, dein Datingleben in die eigene Hand zu nehmen, selbstbewusster zu werden, eine große Persönlichkeitsentwicklung hinter dir zu bringen, dann kannst du dich hier gerne bei uns melden. Unsere Webseite mit Kontaktformular sind in der Videobeschreibung verlinkt und ich freue mich auf deine Anfrage, um dein Leben, dein Datingleben zu optimieren und wünsche dir an dieser Stelle, dass du erfolgreich mit Frauen bist und geh raus, genieß das schöne Wetter hier im Herbst bald und sprich Frauen an.